Hallo liebe Freunde und willkommen schon wieder bei einem Enscalone-Video. Was ist denn da los? Naja, ich habe gerade ein bisschen Content und jetzt wo die Web-Applic oder wo meine Desktop-Application funktioniert, naja, kann ich auch ein bisschen andere Sachen machen, also wieder Videos aufnehmen. Das ist tatsächlich jetzt ein Thema, was ich schon länger machen wollte, dann wieder vergessen habe und jetzt aus aktuellem Anlass ist das wieder aufgepoppt. Mir wurde nämlich angeboten, dass ich ja selbst eine Camponotus Lignipera, das ist das Thema des Videos, käuflich erstehen kann, sogar mit Arbeiterin 25 bis 30. Das heißt, da ist auch schon das Korknest für gekommen. Die kann also direkt einziehen, wenn ich sie bekomme. Aber deswegen habe ich mich mal wieder mit dem Thema beschäftigt. Und dann kann man natürlich gleich sagen, okay, hier, der gute Seifert, der wird schon recht haben. Da steht dann auf Seite 263, Camponotus Lignipera. Thema erledigt. Dann gehe ich hier in den großen rein. Also wenn man richtig rumhält. The Ends. Ja, alles super. Habe ich reingeguckt. Auch Camponotus Lignipera. Entschuldigung. Also beide Standardwerke sagen Lignipera. Thema erledigt. Gut. Ich starte jetzt hier mal eine kleine Bildschirmpräsentation. Mach das wie beim letzten Mal wieder. Ich packe mich in die Ecke. Und ihr kriegt den Bildschirm in groß. Ich habe nämlich eine kleine Präsentation vorbereitet, also fast schon wie in der Uni. Aber ganz einfach, bitte dranbleiben, falls ihr es noch nicht getan habt, liken, abonnieren und so. Und jetzt rein in die Präsentation. Also, wie heißt sie wirklich? Camponotus lignipera. Oder Lignipertus. Tja, fangen wir mal mit dem Namen an. Der Pierre-André Latreille hat die Erstbeschreibung gemacht, 1802, als Formica lignipera. Also, boah, haben wir schon mal wieder Lignipera, können wir schon mal merken. Also Erstbeschreibung Lignipera. Was hat er gemeint? La fourmi range bois. Ranger ist das Verb, also wörtlich die Ameise, die Holz frisst. Holz zerfrisst. Gut. Zerstört. Auf das Verb perdo habe ich hier unten nochmal ausgesucht. Im Lateinischen bedeutet also zugrunde richten, verderben, zerstören. Und lignum, neutrum, das Holz. Das ist doch schon mal alles, wie wir es erwarten. Französische Name, den können wir uns schon mal merken. Der ist nämlich im Femininum, la fourmi, die Ameise. Und der Gattungsname, als den der Latreille benutzt hat, war Formica, also nicht Camponotus. Das wird wichtig. Also merken wir uns, Gattungsname hat sich schon mal geändert, aber der Artname, also der kleingeschriebene zweite Teil von einem zweiteiligen zoologischen Artnamen, der ist im Femininum. So. Wir hatten jetzt schon den Seifert gesehen und die Seite hatte ich gerade schon mal gezeigt, wo er die Camponotus Lignipera eben darstellt, beschreibt, klassifiziert, systematisch beschreibt. Und da habe ich das Zitat raus. Gemäß den Paragraphen 31.2.1 und 31.2.2 ICZN muss der Artname keine männliche Endung bekommen, Lignipertus, da Lignipera
eine Substantivform in Apposition ist. Huiuiui. Jetzt wird's wild. Eine Substantivform in Apposition ist zum Beispiel mein Vater, der größer ist als ich. Dieses, der größer ist als ich, ist die Apposition. Oder mein Schwager, der Philipp heißt. Ich habe keinen Schwager, der Philipp heißt. Egal. Das wäre eine Apposition, grammatikalisch. Und ich habe das vorhin mir mal kurz überlegt. Das ist also, wenn wir jetzt wieder auf den französischen Namen zurückgehen, der Unterschied zwischen die Ameise, die Holz zerfrisst, das wäre die Apposition, oder die holzzerfressende Ameise. Dann wäre, also nur jetzt mal auf Deutsch, wie man das betrachtet. Einmal als Adjektiv, holzzerfressende Ameise, oder als Apposition, die Ameise, die Holz zerfrisst. Praktisch, in dem Französischen kam das Qui nicht drin vor, aber la fourmi range bois ist ja dritte Person Singular von ranger, also die Ameise zerfrisst Holz. Eigentlich ein mit Prädikaten Satz. Gut. Also, der Seifert, das halten wir an dieser Stelle fest, bevor wir auf die ICZN, das ist die International oder der International Code of Zoological Nomenklatur, also internationaler Code zoologischer Namensgebung. Der definiert, wie Artnamen vergeben werden. Und deswegen, wir haben uns jetzt schon mal gemerkt, es geht jetzt hier um Feminin-Endung oder eine Maskulin-Endung oder um eine Apposition oder um ein Adjektiv. Das müssen wir jetzt erstmal wissen, bevor wir in die beiden Paragraphen reingucken. Also, 31.2 ist allgemein Agreement in Gender. Und das Rote habe ich hier markiert, weil das wird eigentlich wichtig. Und der Seifert referenziert ja auch nicht in 31.2. Das Rote heißt eigentlich nur, dass das Gender mit dem generischen Namen jederzeit übereinstimmen muss. Also wenn ich eben so eine Kombination aus Camponotus, Gattungsname, und Barbaricus oder Ligniperda, Fragezeichen, habe, richtet sich praktisch der Anhang, ja, das Gender nach dem Gattungsnamen. Und eigentlich steht hier schon, muss immer gleich sein, Gender von beiden Teilen. Und dann kommen diese beiden Ausnahmen, 31.2.1, is a simple or compound noun in apposition need not agree in gender. Okay, das ist wie gesagt genau die Argumentation, die der Seifert benutzt. Es ist die Ameise, die Holz zerfrisst und nicht die holzzerfressende Ameise. Soweit gut. Und bei 31.2.2 geht es nochmal darum, where the author of a species group name did not indicate whether he or she regarded it as a noun or as an adjective, and where it may be regarded as either and the evidence of usage is not decisive, it is to be treated as a noun in opposition to the name of its genus. Okay, hier geht es wieder darum, was wollte eigentlich der Autor, also der Erstbeschreiber, erreichen? Wollte er eben die Apposition oder wollte er das Adjektiv? Ihr könnt euch das in Ruhe durchlesen. Und wie gesagt, der Seifert bezieht sich auf die fettgedruckten 2.1 und 2.2, 31.2.1, 31.2.2 Abschnitte.
Und ich habe jetzt nur allgemein nochmal markiert, die sollten eigentlich immer gleich sein. Das Geschlecht sollte bei beiden gleich sein, außer die Ausnahmen. Und laut Seifert wäre Camponotus lignipera eben eine Ausnahme. So. Jetzt könnte man ja an dieser Stelle eigentlich schon sagen, das Thema ist erledigt. In den Standardwerken steht lignipera, benutzen wir auch lignipera. Wikipedia steht lignipera. Und dann guckst du halt, ja, bei Wikipedia steht dann, komme ich gleich noch, das Zitat, dass die wissenschaftliche Diskussion nicht beendet ist. Deswegen heute dieses Video. Also, wir diskutieren gerade über den wissenschaftlichen Stand, heißt das Tier jetzt Camponotus lignipertus oder Camponotus lignipera. Und hier hat sich ein bisschen untertrieben der User Doktorand in einem Ameisenforum geäußert. Der ist nämlich inzwischen Zoologieprofessor, der gute Mann. Und hat eben einen längeren Artikel, den ich jetzt hier auf Englisch nicht vorlesen wollte, sondern hier, ihr habt es gesehen, unten der Link, habe ich mal in Google Translate reingepackt. Dann können wir das hier auf dem Bildschirm mal ablesen. Sorry, dass ich jetzt hier rüber gucken muss und nicht in die Kamera, aber ich möchte es halt vorlesen. So, er möchte also Dr. Seifert nicht widersprechen. Größten Respekt, bla bla bla. Und vielleicht kann er die Situation von Camponotus lignipertus klären und möchte nicht weiter verwirren. Das war der erste Absatz, kurz zusammengefasst. Jetzt lese ich wirklich zitatweise vor. Also, ich ging zurück und las Latreilles ursprüngliche Beschreibung, die abwechselnd in Französisch und Latein geschrieben ist. Zuerst die französische Phrase, dann das lateinische Äquivalent. Dies erweist sich als hilfreich, um seine Absicht bei der Benennung dieser Ameise zu erkennen. Latreilles französischer Name für diese Ameise ist La fourmi rongebois. Und seine lateinische Übersetzung dafür ist Formica lignipera. Die wörtliche Übersetzung des französischen Namens ist Nagholzameise. Genau, die Klammer hinten ist ja jetzt die Übersetzung schon, also Nagholzameise. Aber Latreilles Latein war gelegentlich nicht so gut und dies ist ein Beispiel. Perda ist die zweite Person Singular Imperativ, Befehlsform, des Verbs perdo, zerstören, nagen, erodieren. Also wäre Formica lignipera eher schlechtes Latein für so etwas wie zu der Ameise zu sagen, zerstöre Holz, Ameise. Also, für unsere Zwecke existiert perda in keiner brauchbaren Deklination oder Ableitung des Verbs perdo. Aber Latreille verwendete es dennoch, um die Bedeutung der französischen Verbform range wiederzugeben. Anscheinend versuchte er, ein Adjektiv, Adjektivphrase zu bilden, indem er ein Verb und ein Objektnomen kombinierte, wie es im Französischen üblich ist, und dass er diesem synthetischen Adjektiv eine Endung gab, um es in grammatischer Übereinstimmung mit Formica wiederzugeben. Daher ist lignipera in der Form adjektivisch, nicht substantivisch und musste sich in lignipertus ändern, da als diese Ameise später zu Camponotus überführt wurde. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Also der Latreille konnte kein richtiges Latein, hat ein künstliches Adjektiv gebaut, hat dem wegen Formica eine weibliche Endung gegeben und daraus und die Leute, die später Camponotus oder Formica lignipera in die Gattung Camponotus rübergeschoben haben, die haben einfach das Lignipera übersehen, vergessen. Und dann wanderte das Lignipera mit rüber. Aber praktisch aus der Analyse La fourmi rongebois
kann man erkennen, dass es eigentlich ein Adjektiv gemeint war. Adjektivisch gemeint war. So, hier. Wir sind fast am Ende. Gut, dass ihr dran geblieben seid. Also, Lignipärda oder Lignipärdus. Tatsächlich, als ich damals beim David war und diese Ameise zum ersten Mal gesehen habe live und den Namen noch nicht kannte, war ich irritiert. Camponotus ist ja eine männliche Endung. Lignipärda, das war vielleicht so das alte Lateiner. Ich habe mal ein kleines Latinum gemacht. Nur 3 Jahre. Aber Perdo kannte ich nicht mehr. Deswegen. Aber irgendwie hat es mich gestört. Wusste nicht warum. Dann jetzt das Zitat aus Wikipedia. Die Art wird auch als Camponotus lignipärdus bezeichnet. Laut Seifert ist der Artname C. lignipärda richtig und es muss keine männliche Endung verwendet werden, da es sich um eine Substantivform in Apposition handelt. Hatte ich vorhin erklärt. Diese Einschätzung wird angezweifelt. So verwendet beispielsweise Bolton 1995 den Namen C. lignipärdus. Eine finale wissenschaftliche Bewertung steht noch aus. Hoffentlich kann ich beitragen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hymenoptera Name Server, Valid Name, Camponotus lignipärdus, Latrei. Und Ameisenwiki hat einen Artikel darüber, warum Camponotus lignipärda jetzt Camponotus lignipärdus heißt. Zitat: Es ist also eigentlich keine plötzliche Umbenennung. Die richtige Schreibweise wurde nur nicht allgemein bekannt bzw. akzeptiert. Ja, und damit sind wir jetzt auf der vorletzten Folie angekommen. Das ist nämlich tatsächlich meine Meinung. Also mit dem Vorwissen, dass Latrei die Art ursprünglich als Formica beschrieb, sie dann später bei der Neuordnung der Gattung Camponotus Masculinum zugeordnet wurde, verstehe ich Lignipärdus auch als Adjektiv, das dann entsprechend auch ins Maskulinum gesetzt werden muss. Gemäß ICZN 31.2. Die müssen nämlich immer gleich sein. Eigentlich. Nicht die Ausnahme, sondern es muss immer gleich sein. Gut. A species group name, if it is or ends in a Latin or Latinized adjective or participle in the nominal native singular, must agree in gender with the generic name with which it is at any time combined. Und das war's. Hier die Quellen. Und jetzt wisst ihr, warum ich demnächst und falls ich diese Art wirklich selbst erhalten sollte, warum auch bei mir die Beschriftung so sein wird und warum meine Playlist im Kanal so heißen wird. Lignipärdus. Vielen Dank fürs Reinschauen. Euer Björn.